Liebe Leute, willkommen zurück aus Kingdom Come Deliverance. Der Kalle wie immer für euch am Mikrofon. Und ich musste nochmal, was wir zuletzt am Ende der letzten Folge gesehen haben, diesen Bogen-Wettstreit gegen unseren Herrn Hans, glaube ich hieß er, und hier diesen Schwertkampf gegen Herrn Hans nochmal absolvieren, weil Kingdom Come Deliverance aktuell ja so ein bisschen Probleme hat mit dem... mit dem Speichern. Da kam, glaube ich, auf den Konsolen schon ein Patch raus. Hier auf dem PC hat er jetzt noch nichts geladen. Also, keine Ahnung. Es gibt da wohl noch so einen Bug, dass wenn man schlafen geht, es nicht speichert. Ist ein bisschen schade. Also musste ich das jetzt nochmal machen und hatte das Glück, beides zu gewinnen und habe jetzt Herr Capons Jagdbogen. Den habe ich jetzt, weil ich ihn in beiden besiegt habe. Also das nochmal für euch zur Erklärung, dass ihr euch jetzt nicht wundert, warum ich jetzt einen Bogen hier am Start habe. Und ich würde sagen, ich wollte eigentlich heute, nee, da muss ich nicht hin. Auch nicht. Ja, dauert noch einen Moment, bis wir da so... Hier. Ich wollte eigentlich den Schatz heute mal machen, finde den Schatz unter dem Taubenschlag. Aber jetzt wieder dahin zu laufen, würde ewig dauern. Deswegen gehen wir jetzt erstmal uns melden bei... bei Herrn Ratzig. In der Hoffnung, dass wir vielleicht ein Pferd kriegen. Und dann dahin reiten können. So ist der Plan. In die Schenke will ich auch mal noch. Ach, so viel zu tun. So viel zu tun. Gut, gehen wir erstmal in die Burg, melden uns. Und dann sehen wir mal weiter. Wir haben immer noch diesen Malus, seht ihr unten rechts, ne, neben dem Energiebalken. Weil wir halt im Kerker waren, aber ja. Ich dachte eigentlich, naja, vielleicht wenn man ausloggt und wieder einloggt und eine Weile wartet. Also ich habe jetzt gut einen Tag nicht gedaddelt, dass es dann vielleicht auch weg ist, dass es im Game weiterläuft. Aber dem ist nicht der Fall. Und daher haben wir diesen Malus halt eben noch. So, ich muss jetzt aber hier gerade nochmal fix bei mir was machen, liebe Leute. Ich hoffe... Ihr stört euch jetzt da nicht dran, weil es bei mir auf den Kopfhörern extrem laut ist. Muss ich mir das mal ein bisschen runterschrauben hier. So. Jetzt ist das besser. Und jetzt können wir hier auch weitermachen. So, einmal da runter. Schön sieht's aus. Bin ich mal gespannt. Vielleicht kriegen wir ein Pferd. Das wäre echt von Vorteil. Und ich hoffe halt wirklich mit dem Speichern. Wie gesagt, ich habe nicht mitbekommen, dass es hier auf dem PC irgendwo ein Patch geladen hat. Vielleicht kommt der auch erst. Jetzt kommen wir hier wieder nicht hoch. Zack. Vielleicht kommt der Patch auch noch. Ich hoffe es auf jeden Fall, weil es ist echt ärgerlich, wenn das nicht speichert. Sind wir jetzt eigentlich richtig gelaufen? Quatsch mir hier einen ab. Dabei sind wir gar nicht richtig. Wir müssen hier hin. Melde dich beim Vogt. Mein Gott, voll laut da rumlabern. Darf ich mal? Danke. So. Der ist da draußen. Der Vogt. Boah, was glaubt ihr, wie es hier gestunken hat, Alter? Jetzt mal ohne Witz. Guckt ihr das mal an, wenn die hier überall... Ich meine, die hatten ja keine Klos. Also die hatten schon Klos, aber nicht so wie wir. Was glaubt ihr, wie es hier gestunken hat, ey? Boah, echt übel. Und dass die dann halt auch noch hier Sex hatten und so einen Spaß, ne? Boah, lecker. Wo ist denn der Vogt jetzt? Wo ist der Vogt? Nee, der ist da drin. Da muss ich hin. So, dann kriegen wir vielleicht auch ein bisschen mehr Ausdauer, wenn wir hier immer mal wieder ein bisschen sprinten. In die Kirche will ich auch mal gehen. War ja im Mittelalter so, ne? Alles sehr gläubige Menschen und so weiter. Vielleicht gehen wir jetzt auch in die...
Nee, der Vogt ist. Wo ist der Vogt? Hier? Hier wird mir das irgendwo angezeigt. Seht ihr oben, ne? Ist das irgendwo da drin? Hallo, ist der Vogt hier? Nö. Oder ist der da oben bei... Der wird mir hier angezeigt. Hallo? Wer sind Sie denn? Der Schneider. Und Sie? Die Händlerin. Und er hier? Die Ladenwache. Mhm. Kann man bestimmt irgendwie mit den Jungs auch reden. Ist hier drin? Oh, ich darf hier gar nicht sein. Hier darf ich nicht sein, hier darf ich sein. Aber wo ist der denn? Der muss doch hier irgendwo in der Nähe sein, oder? Hallo? Hallo? Oh, nee, Schloss knacken ist auch nicht. Ich hatte es ja schon in der letzten Folge erwähnt, es werden ja Patches auch rausgehauen, wo man dann besser Schloss knacken kann und sowas. Das wollen sie ja überarbeiten. Und da wollen sie auch gleichzeitig das Speichersystem überarbeiten. Weil es ist echt ärgerlich, wenn man sich jetzt hier hinlegt und schläft und es speichert nicht, ne? Dann hast du halt schon ein Problem. Ist er der Vogt? Wer bist du denn? Der Vogt! Da ist er. Gucken, was er will, der Boy. Beste Grüße. Oh, wer kann mir das Lesen beibringen? Gibt es Neuigkeiten? Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Nichts, was mich kümmern muss, Gott sei Dank. Was ist Herr Hanusch für ein Burggraf? Der junge Herr Hans ist der Burggraf und Herr Hanusch sein Vormund, bis er mündig ist. Das ist kein Tag, auf den ich mich freue. Wie ist das Leben in Rathai? Das ist eine Gutsstadt. Und unser Herr verstrickt sich nicht in politisches Gezanke, also ist's hier friedlich. Wie kommen die Rathaier mit den Flüchtlingen aus? Ich weiß, sie können nirgendwo hin. Skalitz ist nur noch Asche und das Umland ist nicht sicher, aber sie sind schon zu lange hier. Manche von ihnen stehlen und nicht einer weiß, die Opfer zu schätzen, die wir für sie erbracht haben. Ich möchte lesen lernen. Wen sollte ich fragen? In Uschitze lebt ein Schreiber im Ruhestand. Geh zu ihm. So, jetzt haben wir wenigstens das. Und jetzt treten wir mal in seinen Dienst. Ich soll in den Dienst des Vogtes treten. Ah, du bist also der junge Mann, den Herr Rath sich berufen hat. Ja. Wunderbar. Herr Rath sich bat mich, dich auf die Probe zu stellen. Du kommst genau zur rechten Zeit. Es gibt ein paar Dispute. Wie es scheint, verhalten sich einige deiner ehemaligen Nachbarn ungebührlich. Vielleicht ließen sich die Streitereien leichter beschwichtigen, wenn sich einer der ihren unter den Wachen befände. Du kannst auf mich zählen, Vogt. Du bist kühn. Das gefällt mir. Hast du dich bei Hauptmann Bernhard gemeldet? Ja. Nachdem er mich unterwiesen hatte, forderte mich Herr Hans zum Duell heraus. Ich verstehe. Herr Hans liebt es, seine Kräfte zu messen. Aber sieh dich vor. Der Zorn kann das Herz eines Adligen rasch erobern. Und diese Art von Ärger willst du nicht haben. Wie dem auch sei, du wirst bei der Stadtwache aushelfen. Komm nachmittags zur Kirche. Wachmann Jaroslav oder Nachtigall, wie man ihn nennt, wird dich dort erwarten.
Er wird dich herumführen und dir zeigen, wie man für Ordnung sorgt. Und geh zur Rüstkammer. Dort liegt deine Ausrüstung bereit. Ja, Vogt. Oh, wir haben Geld bekommen. Und Spiel gespeichert. Sehr schön. Ja, es gibt so gewisse Punkte. Ja, jetzt dachte ich eigentlich, wir kriegen hier noch schön ein Pferd oder sowas. Weil jetzt ein Pferd klauen... Nee, wir sind jetzt gerade so schön raus und ver... Und, wir hätten es auch einfacher haben können. Hier hoch sehe ich gerade. Naja. Jetzt ein Pferd klauen ist halt auch nicht so prickelnd, ne? Wir wollen ja eigentlich nicht so auf kriminell spielen. Gut, hier Nachtigall, hier Ausrüstung. Dann gehen wir erstmal die Ausrüstung holen, würde ich sagen. Wo ist das Ganze? In der Burg drin? Nee. Wir sind hier unten, wir müssen ganz hochlaufen, okay. Dann gehen wir jetzt erstmal unsere Ausrüstung holen. Und dann machen wir hier einmal einen auf Stadtwache, würde ich sagen. Und die Nebenquest machen wir dann, wenn wir ein Pferd haben, weil das ist wirklich... Wobei wir könnten, ich weiß gar nicht, können wir auch schnell reisen? Könnten wir jetzt da hinten hin... So. Können wir hierhin schnell reisen? Oh, wir könnten schnell reisen. Alles klar, dann hat sich das ja schon... Okay, dann ist es ja doch einfacher. Wobei ich auch gerne ein bisschen die Landschaft so und so entdecken würde. Aber dann holen wir jetzt erstmal hier unsere Ausrüstung, dass wir ordentlich ausgerüstet sind. Würden dann mal nach dem Schatz schauen. So. Sind wir auch richtig? Also jetzt können wir wieder ranzoomen. Jo. Ist die Rüstkammer in der Schenke? Scheint fast so, ne? Oder in der Nähe der Schenke. Hier ist die Rüstkammer. Ah, Rüstkammer. Hallo, Dian. Ich spreche mal lieber mit denen, bevor die meinen, ich will hier was klauen. Die kennen mich ja nicht, ne, die Jungs. So, wieder ein bisschen laden, da wurde ich auch schon... meine Ausrüstung hier abholen. Name? Heinrich. Und? In Lehnstreue zu? Herrn Ratzig Kobilla. Jep, hab dich. Also dann, komm rein. Fühl dich wie zu Hause, Heinrich. Wenn ich mich recht entsinne, bekommst du Helm, Gambeson und Knüppel. Das ist alles? Willst du auch einen Kuss und eine Umarmung? Ich meine Ausrüstung. Für eine Stadtwache genügt's. Du sollst Ärger verhindern, nicht machen. Okay. Tja, dann werden wir uns aber erstmal ausrüsten, ne? Gepolsterte Bunthaube. Och, das sieht ja auch sexy aus. Guck mal. Aber ich glaube, so unter dem Ding trägt man das, ne? Dass es nicht so scheuert. Gut. Einen Knüppel haben wir noch bekommen. Hier, Knüppel. Wir haben auch kein Schwert. Warum haben wir kein Schwert mehr? Doch, hier haben wir ein Schwert. Na komm, wir nehmen mal den Knüppel. Leichte gepolsterte Rüstung. Die legen wir... Ach nee, wir sollten die Armschienen anlassen, weil wir jetzt ein Ding haben, einen Bogen. Dann lassen wir die Armschienen mal an. Ja, so stratzen wir jetzt durch die Gegend. Sieht ziemlich bescheiden aus, würde ich sagen, oder? Hm. Den Bogen lassen wir aber mal. Und wir haben neue Punkte. Irgendwo hat mich... Nein, falsch. Oh, ich verdrück mich immer noch. Eine Schaufel haben wir auch noch, okay. Hier, Spieler, wir hatten... Im Kampf hatten wir neue Punkte, genau. Nee. Wie komme ich denn jetzt hier wieder zurück?
Na, jetzt bin ich wieder... Oh. Kampf. Hier haben wir. Nee, wo denn? Verteidigung? Perfekter Block. Wir haben doch neue Punkt Schwert. Ach, hier. Ja, okay. Stumpfer Schlag. Waffe, Kurzschwert, Jagdschwert, Säbel, Abfolge, Zustechen, Zuschlagen, Zuschlagen. Oder Zornhau. Langschwert. Ne, wir nehmen mal hier Kurzschwert. Denke ich, das macht mehr Sinn. Ein Streitkolben haben wir nix. Haben wir noch was beim Schwert? Nö. Axt? Nö. Bogen? Auch nicht. Okay. Perfekt. So, hol die Ausrüstung, haben wir abgeschlossen. Und dann müssen wir jetzt uns hier mit ihm treffen, ne? Zwischen 11 Uhr und 19 Uhr deine Runden. So, was haben wir da oben noch? Das interessiert mich jetzt. Hier oben haben wir, glaube ich, das mit dem... Ach nee, hier ist der Schreiber, okay, dass wir lesen lernen. Und hier ist der andere Müller, richtig. Und hier oben müssen wir quasi im Taubenschlag... Ja, was machen wir? Was spricht denn die Uhr eigentlich? Wir haben jetzt 13 Uhr. Und wir sollen da unten sein, wann? Hier sollen wir sein um zwischen 11 und 19 Uhr. Komm, dann machen wir erst die Hauptquest hier noch fertig. Und drehen mit dem unsere Runden und gehen am nächsten Tag frisch ausgeruht. Apropos frisch ausgeruht, hier war doch ein Kübel. Lass mal fix waschen. Und gehen am nächsten Tag noch nach Skarlitz und holen da... Oder versuchen da zumindest das Geld zu finden, weil Geld können wir gebrauchen. Wir haben hier auch noch irgendwo einen Auftraggeber. Ihn hier. Wer ist er denn? Milan. Okay. Komm, wenn er schon da ist, quatschen wir gleich mal mit ihm. Kann ja nicht schaden. Glück und Gesundheit. Gleichfalls. Oh, du kämpfst um Geld. Bist du der Kerl, der um Geld kämpft? Was geht dich das an? Ich bin aus Skarlitz und würde gern mein Glück gegen dich versuchen. Warte mal, ich kenne dich doch. Aber ich kämpfe nur um Silber, kapiert? Wieso um Silber? Muss ich dir das wirklich erklären? Schau dich an und dann die anderen. Alles, was die setzen können, ist ihre Arbeitskraft. Aber du hast Silber. Gibt es Regeln? Ja, ein paar. Aber wer auf seinem Arsch landet oder abhaut, verliert. Und keine Messer, Äxte oder ähnlichen Scheiß. Dann ist dein Einsatz weg, kapiert? Ah ja, okay, also bei ihm können wir kämpfen. Verstehe, wahrscheinlich faustkampfmäßig, aber da würde ich gerne noch ein bisschen hochleveln, bevor wir das angehen. Jetzt drehen wir erstmal hier unsere Runden. Aber wir müssen auch gucken, dass wir nicht... Essenstechnisch, ne? Wie sieht's denn aus da unten? Energie 89, Auffälligkeit, Sattheit 67. Ja, das müssen wir so ein bisschen im Auge behalten. So, und hier ist die Kirche. Oh, hier haben wir noch einen Fleischer entdeckt. Sehr schön. Muss ich da jetzt in die Kirche rein? Du hast entdeckt ein Nest. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen. Warum betet die denn so laut? Der Rattaya Pfarrer? Verstehe. Sieht auch gut aus, ne? Haben sie schön gemacht hier, ey. Sau nice. So, wo ist denn jetzt... Hm.
die Empore? So, wo ist denn jetzt hier der Stratz doch garantiert irgendwo rum. Turm vielleicht? Steht eine Tür auf, dann kann man ja mal reingehen. Oh. Komm. Wir könnten hier richtig schön Sachen klauen, ey. Guck mal. Bornstrauchbogen, Eschenjagdbogen. Eibenjagdbogen. Boah, Leute, das ist zu verlockend hier, ne? Guck mal. Ich will das haben. Wenn das hier alles schon rumliegt, ich will da nicht Nein sagen. Das fällt doch nicht auf, oder? Schild brauchen wir noch nicht. So. Vielleicht können wir das verticken. Wer weiß, vielleicht können wir es verticken. So. Jetzt regnet es und die Sonne scheint. Da gibt es irgendwo einen Regenbogen. Wo ist denn jetzt hier... gucken wir hier gerade mal rein. Waffen. Haselnussjagdbogen, Langstreckenpfeil und Standhaftigkeit haben wir jetzt schön geklaut. Na, hoffentlich erwischen die uns nicht. Jetzt ist der nicht da, oder? Doch, da. Ja, oder? Ist er doch. Meister. Nachtigall. Na also. Renn hier rum. Muss erst rumstehlen. Hier bin ich. Ich heiße Heinrich. Wir sollen heute zusammen unsere Runden drehen. Ich sehe, du bist ausstaffiert. Es kann losgehen. Ich bin Nachtigall. Bist du nicht der, den diese Müllerin auf einem Karren hierher brachte? Theresa? Ja, sie hat mich gerettet. Sie tauchte mit Robert und seinen Rittern auf. Alle Ehre dem Mädchen. Hat mehr Eier als die meisten Männer. Sag mir, wie hast du ihr das vergolten? Ich habe ihr dafür gedankt. Das ist nicht viel. Du solltest sie besuchen, wenn es sich ergibt. Wie genau bist du im Dienste des Vogts gelandet? Ich will Herrn Ratzig dienen, aber er schickte mich hierher, um zu lernen. Und das wirst du auch. Du hast Glück, Junge. Er muss dich mögen. Die meisten Herren hätten dich fortgeschickt. Komm mit, Heinrich. Wir drehen in der Stadt unsere Runden und stellen dann sicher, dass die Schenken abends schließen. Ich bin bereit. Aber vergiss nicht, ich soll dich auf die Probe stellen und dir mit Gottes Hilfe etwas beibringen. Ich erwarte also, dass du Verfehlungen sanktionierst. Ich habe dich im Auge, damit du keine Dummheiten machst. Gehen wir. Alles klar. Das ist unsere Kirche, St. Matthäus. Der Tipp da oben, langsam gehen, verstehe. Sie dient nicht nur als Gotteshaus, sondern auch als Gruft der Herren von Leipa, unseren Herren. Der Totengräber wohnt gleich um die Ecke. Der Pfarrer auch. Unser Pfarrer. Ah, ja. Na, man sollte nicht schlecht über die Diener Gottes sprechen. Alles klar. Unser Rathaus. Ziemlich groß, was? Ist richtig. Der Vogt und seine Knechte leben hier. Und der Maestro Proto Notarius. Der Schreiber. Und der Kerker. Will man nicht von innen sehen. Nicht mal als Wache. Ich war schon drin. Natürlich haben wir auch einen Henker. Aber der wohnt nicht in der Stadt. Wäre unpassend, denkst du nicht auch? Er wohnt beim Galgenberg. Auf der anderen Seite des Baches. Ja, habe ich schon kennengelernt. Dieser Pranger wurde im Herbst aufgestellt. Und zwei sind da bereits vermodert. Hier wohnt der Schwertschmied.
Teufel ist hier los? Sieh mal nach, Heinrich. Wenn ich zur Kirche, dann schäle dich zu deinen Leuten. Ich will dich hier nicht haben. Was hier los? Was hier los? Geh gleich dazwischen. Was schreit ihr beiden da so rum? Schluss mit dem Krawall. Oder auch Zeit, dass du kommst. Dieses dreckige Bettelweib da. Ich heiße Jana. Meinetwegen. Dieses Bettelweib da glaubt, dass sie herkommen und meinen Laden zustecken kann. Ich will, dass du sie fortjagst. So, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen geschickt interagieren. Inwiefern belästigt sie dich, Meister? Musst du hier betteln, Jana? Du schimpfst dich einen Christenschmied, die Bettlerin verjagen. Du solltest sie bleiben lassen. Was ist das Problem? Das ist mein Laden. Und ich dulde keine Bettler auf meiner Schwelle. Schick sie auf den Marktplatz. Dort ist sie keinem im Weg. Und es gibt genug Leute, die sie anbetteln können. So, du schimpfst dich einen Christenschmied, die Bettlerin verjagen. Du solltest sie bleiben lassen, Meister Schmied. Du solltest diese arme Frau hier sitzen lassen. Warum das denn? Oh shit, jetzt haben wir uns natürlich da wo was rein. Sicher, dass in deinem Laden alles mit rechten Dingen zugeht, Meister Schmied? Worauf willst du hinaus? Ich frage mich nur, ob du dir darüber im Klaren bist, dass der Ofen in der Schmiede mindestens 2 Ellen vom nächsten hölzernen Gebäude entfernt sein muss. Sicher weiß ich das. Also kann ich das Maß aus dem Rathaus holen und nachsehen? Wie du weißt, nimmt man Brände hier sehr ernst. Nicht nötig. Ich will dir keinen unnötigen Ärger machen. Du würdest mir viel Ärger ersparen, indem du diesen kleinen Streit beendest. Na gut. Sie darf bleiben. So schwer war das doch nicht, oder? Hab Dank. 1000 Dank. Gern geschehen. Aber halte dich in Zukunft von Ärger fern, verstanden? Sicher, danke. Also, das haben wir doch. Aber dieser Tor wird dich eine Weile auf der schwarzen Liste haben. Ja, mein Gott. Aber man kann doch nicht hier die Bettlerin einfach so verjagen. Was soll denn das? Das haben wir mal ganz souverän gelöst, würde ich sagen, ne? Ein ziemliches Drecksloch, aber trotzdem solltet ihr Herrn Harnusch dankbar sein. Wäre es nach den Städtern gegangen, wärt ihr nicht mal in die Nähe der Stadtmauern gekommen. Die Leute stehen nun nicht mehr so zu ihm wie zuvor. Ein paar Tölpel fordern sogar, dass Herr Harnusch das Lehen endlich dem jungen Herrn, Hans Kapern, übergibt. Hans Vater, der alte Jeschke, Gott hab ihn selig, hatte das Lehen inne, bis er ein Greis war. Dann setzte er sich zur Ruhe. Erst im Meeren, dann im Himmel. Herr Harnusch verwaltet das Lehen, bis Herr Hans mündig wird. Sie sind irgendwie verwandt. Hatten denselben Ururgroßvater oder so. Es kommt die Zeit, in der das Gut weitergereicht werden muss. Sowas endet oft in Reibereien. Hoffentlich bleibt uns das erspart. Jan Vögelchen Jeschek. Ah ja. Die Codex-Einträge muss ich mir auch mal durchlesen, aber ich glaube, das wäre zu langweilig. Ihr wollt ja ein bisschen Gameplay sehen. So, da haben wir schon mal einen Streit geschlichtet, das haben wir doch gut gemacht. Ein Schwert haben wir geklaut, einen Bogen haben wir geklaut, läuft doch. Wenn wir das jetzt noch irgendwo verticken könnten, ne, wäre das überragend, aber wir können den Leuten ja hier kein Diebesgut antrennen, dann werden die ja sofort hellhörig. Mit dem Rüstmeister muss es eh versaut. Zu Marktzeiten sieht er viel besser aus. Dann ist er bis zum Brechen gefüllt mit Leuten von überall her. So, und jetzt schlapp ich mit dem mal hier so durch die Straßen, oder was? Wir haben hier auch eine Bäckerei. Und echt? Diesen irren Händler, Wolfram Bruder. Er hat eine hübsche Tochter, hält sie aber an der kurzen Leine. Was den jungen Böcken nicht so gut schmeckt. Angeblich soll er das arme Mädel sogar den ganzen Tag einsperren. Aha. Na, wir werden uns hier mal mit Theresa ein bisschen anfreunden, würde ich sagen. Haben wir ja auch eine Quest bekommen. Eine Schenke steht hier am Markt, die Händlertaverne. Die andere liegt oben am Tor. Da gehen wir später hin. Naja,
Wildes Treiben. Im Dorf. Lass uns näher an die Kernburg gehen. Alles klar. Hier ist der Jäger, das wissen wir ja auch schon. Schau her. Siehst du den Lump da? Bei Gott, dem Bastard zeig ich's. Haben wir es bequem? Almosen bitte, Herr. Für wen hältst du mich? Bist du dumm oder nur unverschämt? Was ist denn los? Dumm also. Hier ist Bettel nicht gestattet, also heb deinen stinkenden Arsch und schaff ihn von hier weg. Wen störe ich denn hier? Mich, uns, jeden. Wenn der Hanusch dich sehe, würde er dich auspeitschen. Ist gut, ich gehe. Verfluchte Bettler. Da reicht man ihnen die Hand und sie wollen den ganzen Arm. Du läufst. Die Regeln sind klar und deutlich. Bettler gehören zur Kirche. Der ist gerade durch dich durchgelaufen. Er ist ein Geist. Hier ist die Schmiede. Im Augenblick gibt es ein paar Schädereien mit dem Schmied. Aber sein Lehrling springt einigermaßen für ihn ein. Wie ich höre, bist du auch Lehrling eines Schmieds. Ihr könntet, wenn nötig, helfen, oder? Ihr? Wen meinst du damit? Dich und deinen Meister oder Vater. Wer dich ausgebildet hat. Ja. Was ist denn? Mein Vater war der Meisterschmied. Er wurde in Scarlets getötet. Ah, tut mir leid. Wusste ich nicht. Danke. Mir auch. Mein Papa starb auch kürzlich. Ihn raffte das hohe Alter dahin. Ist nicht dasselbe. Aber ich kann etwas mitfühlen. So, was ist hier los in der Schenke? So. Das Rataya Lehen ist recht groß. Selbstredend hat es hier in der Stadt. Sind da der Galgenberg und viele abgelegene Höfe rundherum. Neuhof, Merhojet, Meister Smil kümmert sich um Herrn Hanuschs Stelle. Er ist mit Abstand sein bester Vasall. Für Neuankömmling ist das alles etwas kompliziert, nehme ich an. Richtig. Der Herr hier, dieser Herr da, diese Ausnahme hier, die andere dort, Ausnahmen von Ausnahmen, Recht auf halbe Sachen und so weiter. Es würde ein Jahr dauern, sich darauf einen Reim zu machen. Dieser Turm hier war nur halb so groß, als ich ein Knirps war. Herr Hanusch ließ ihn ausbauen und machte daraus eine Rüstkammer. Ja, da waren wir schon drin. Na, alles fresh? Wo stratzt man denn eigentlich mit dem jetzt hier rum? Weiß kein Mensch, ne, so wirklich, wo er hin will. Aber so kann man das halt ein bisschen genießen hier, so die Grafik und so. Ich finde das echt richtig, richtig gut, ey. Mit dir, Benesch. Wie geht's? Geht schon, Nachtigall. Ist ruhig heute. Gut. Wo ist eigentlich Moimir? Sollte er nicht hier bei dir sein? Ah, ja. Ist noch nicht aufgetaucht. Ah, verstehe. Na, wo könnte der sich nur rumtreiben? Weiß nicht. Du weißt nicht, hm? Lass mich dir etwas sagen. Wenn der Vogt rausfindet, dass Moimir faulenzt, steckt er tief in der Scheiße. Du als sein Freund willst das doch nicht, oder? Nein. Es wäre also besser, wenn ich das in die Hand nehme, ja? Ja, schätze schon. Also, wo steckt er? In der Schenke. Er hatte Durst, also ging er auf ein Bier. Wir wissen doch, wie das läuft. Komm, Heinrich, suchen wir diesen Müßiggänger. Und du bringst ihn dann besser zur Vernunft. Okay. Ja, trinken während dem Dienst ist halt auch nicht gesund, ne? Da sitzt er und trinkt sich ein, der Boy. Ich, was ist denn? Schweig und beweg dich. Hier. Das Glück, dass ich dich gefunden habe und nicht Flecken der Vogt. Kriege ich nie weg. Hier.
dich zu mir, Heinrich. Lass uns was trinken. Ihn zusammenscheißen und dann selbst dir, komm, lass mal was trinken. So, was geht ab? Der Narr hat mich ganz schön erzürnt. Sollten wir nicht unsere Runde drehen, anstatt zu saufen? Du bist ehrgeizig, was? Keine Bange. Jeder Wachmann darf mal Pause machen. Aber nicht die beim Tor und auf dem Turm. Aber genug davon. Versauen wir uns nicht den Tag. Hör mal, da wir schon hier sind, wie wär's mit einem Spielchen? Warum nicht? Ein Spielchen. So. Erstmal, wie geht das Spiel? Sorry, liebe Leute. So, willst du dem Glücksspiel frönen? Kannst du dich in jeder Schenke, die etwas auf sich hält, am Würfelspiel Farkle versuchen. Ziel dieses Spiels für zwei Spieler ist es, als Erster eine bestimmte Punktzahl zu erreichen. 6 Würfel werden geworfen und die Spieler wechseln sich ab. Punkte gibt es für jede 1 oder 5, sowie die mindestens 3 gleiche Augen einer Zahl. Gepunktet wird wie folgt. Eine 1 ist 100 Punkte wert, eine 5 ist 50 Punkte wert. 3 gleiche Augen sind 100 Punkte multipliziert mit dem Augenwert. Um Gottes Willen. Also, 5, 1 und 3, ne? Habe ich das richtig verstanden? Deine Anzahl Punkte, die du erzielen musst, die bisher erzielten Punkte, Zwischensumme dieser Runde okay. 4 gleiche Augen sind das Doppelte der Punktzahl für 3 gleiche Augenwert, also 800 Punkte, ja, okay. Also, im Prinzip, Würfel beiseite legen. Hey, 5 beiseite legen. So. Punkten und fortfahren. Ah ja, okay, verstehe. Dann können wir das jetzt noch auf die Seite legen, ne? Den und den auf die Seite legen. Kein Glück. Warum habe ich jetzt keine Punkte bekommen? Oder hätte ich aufhören müssen? Ach, ich hätte aufhören müssen, kann das sein? Würfel beiseite legen. Ach nee, und ich kann jetzt hier punkten und passen, ne? Weil es sind ja 3 gleiche hier. Boah, guck mal. Also wirklich verstanden habe ich es noch nicht. Ihn, den, den und den. Beiseite legen. Genau, punkten und fortfahren. Und 650 Punkte. Kein Glück. Die Punkte kriegt man gut geschrieben, die man gewürfelt hat, ne? So, da ist jetzt 300 Punkte. 400 Punkte. Ich check's aber noch nicht so ganz, wie oft darf man den würfeln? Das war's für mich. Jetzt hat er gewonnen. Was ist los mit dem? Ich hab das Spiel noch nicht mehr wirklich verstanden. Oh, gut sieht's aus. Eine Sache, dann sind wir für heute Abend fertig. Das Ende des Tages einläuten und die Schenken schließen.
Ist es nicht noch etwas früh? Ich weiß nicht, wie es in Scarlet's war, aber in Ratai machen wir zu dieser Stunde dicht. Außer bei Jahrmärkten und Festen. Dann machen wir gar nicht dicht. Verstehe. Soll ich die Glocke läuten? Wenn du schon fragst. Die Glocke ist außerhalb des Rathauses. Läute sie dreimal. Dann geh zur Schenke beim Marktplatz und sieh zu, dass der Wirt zusperrt. Mach ich. Bevor ich's vergesse, es ist verboten, im Dunkeln ohne Fackel durch Ratai zu gehen. Hier, nimm die. Ah, ja. Zack. Läute die Glocke. Habe ich jetzt die ganze Zeit hier gesessen und habe mit dem hier gewürfelt, oder? Ja, komm, dann gehen wir mal die Glocke läuten. Es ist verboten, hier ohne Fackel rumzulaufen. Hallo? Die laufen hier alle ohne Fackeln rum. So, jetzt haben wir auf jeden Fall auch mal gewürfelt, aber ich habe es noch nicht so wirklich verstanden. Muss ich mir nochmal in aller Ruhe durchlesen. So, da haben wir das Rathaus und da müssen wir eine Glocke läuten. So. Ach, hier ist die Glocke. Ah ja, dreimal, ne? Mach die Händlerschenke beim Marktplatz dicht. Genau, weil sie die große Glocke da oben auch hören, ne? Aus Scarlet bin ich. Nö, wusste nicht, dass ich... Gott schütze dich. Gott sei mit dir. Woher kennen die mich denn alle? So, jetzt einmal die Schenke dicht gemacht. Und dann geht ein anstrengender Tag zu Ende, würde ich sagen. Und der Domherr von St. Wenzel in Olmütz war so besoffen, dass er das Schwein auf den Marktplatz trug, sattelte und darauf durch das Stadttor ritt. Also wir wussten, dass das nur böse enden konnte. Weshalb Herr Peter und ich losritten und nach dem guten Domherrn und seinem Schwein suchten. Und habt ihr ihn gefunden? Wir spürten das Biest bei einem Koben hinter Kronau auf. Ich meine, das mit der Tonsur auf dem Haupt. Das echte Schwein haben wir nie gefunden, aber der Domherr lag friedlich schlafend im Schweinestall. Gleich und gleich gesellt sich gern. Es scheint, als würde dies auch auf Säue und Prälaten zutreffen. Ein Toast, werte Herren, auf Säue und Prälaten. Gott schütze Ihren Speck. Herr Hans, vergib mir die Störung, aber ich... Was musst du? Willst du dich uns anschließen oder uns einen ausgeben? Ich bedauere, aber wir trinken nicht mit Bauern. Das hier ist kein Dorf, du Bürschchen. Nein, Herr. Es ist Sperrstunde. Die Schenke wird jetzt geschlossen. Solange ich hier sitze, wird gar nichts geschlossen. Ist das klar? Wenn das alles ist, darfst du dich verabschieden. Hast du den Verstand verloren? Du kannst dem edlen Herrn keine Vorschriften machen. Der ist reizbarer als ein Bär mit Magenschmerzen. Wenn ich du wäre, würde ich ganz schnell wieder verschwinden. Der Vogt hat mir aufgetragen, die Schenke zur Sperrstunde zu schließen, sodass niemand nach dem Abendläuten die Ruhe stört. Was, der Vogt? Weißt du, der Vogt kann mich mal. Ich schätze, du hast nicht vergessen, wer der rechtmäßige Herr von Ratai ist, oder? Nein, es ist Herr Hanusch. Ach, und ist er hier? Oder versteckt er sich etwa unter dem Tisch? Nein, tja, dann sind seine Worte leider nicht mal einen Furz im Badehaus wert. Außerdem hat er nur das Sagen, bis ich erwachsen bin. Das kann ja noch eine Weile dauern. Genug! So sprichst du nicht mit mir, klar? Ich bin ein Adliger. Ich bitte Sie, edle Herren, ihr werdet hier doch wohl keinen Kampf anfangen, oder? Und ob, wie wir das werden. Ich werde diesem Bauern zeigen, wo er hingehört. Ach nee, jetzt muss ich mich mit dem prügeln, oder was? Komm her, Junge, komm her. Wenn du keine Ruhe gibst, dann gibt's halt
Und denen, die nichts kosten. Ich hab den ja schon mal geschlagen, hier, den Kasper, ne? Gott. Haha, bam. Gib's ihm, Herr Hans. Ah, neue Stufe erreicht, siehst du? Boah, bam. So, warst du schon? Ich hab nochmal richtig angefangen. Werd grad warm. Kruzifix! Was in Herrgotts Namen geht hier vor sich? Was ist? Antworte mir, verdammt! Dieser Ochse hat mich beleidigt. Ich musste ihm eine Lektion erteilen. Indem du dich im Dreck wälzt wie ein Schwein? Ja, das zeugt doch von edlem Verhalten. Herr Hanusch, der Vogt befahl mir die Schenke... Sei still! Halte deinen Mund, du kannst wirklich froh sein, dass du aus Ratzigs Gemeinde stammst. Bist du denn völlig des Wahnsinns? Erhebst die Hand gegen einen Edelmann. Und du, Hans, wie oft habe ich dir schon gesagt, dass es vielleicht gut für die Moral sein mag, sich mit seinen Untergebenen zu betrinken, es deinem Ruf jedoch schadet. Du verbringst all deine Tage saufend und weiberjagend. Was egal wäre, wenn du auch deinen Verpflichtungen nachgehen würdest. Jetzt sehen wir ja, wohin dieses Verhalten führt. Morgen begleitest du mich zu einer Anhörung. Ein paar Gutsbesitzer baten mich, einen Disput zu klären. Du wirst dabei viel lernen können. Ich hatte eigentlich vor, morgen auf die Jagd zu gehen, aber wenn du meinst, ich solle den belanglosen Nörgeleien ein paar alter Narren lauschen, so sei es. So, so, auf die Jagd? Nun denn, edler Herr, ich sage dir was. Geh ruhig jagen. Wirklich? Oh, gewiss doch. Wer bin ich denn, es zu wagen, den jungen Herrn Capon seines Spaßes zu berauben? Und Heinrich wirst du als deinen Knappen mitnehmen. Den? Auf gar keinen Fall. Du tust gefälligst, was ich sage. Es ist längst überfällig, dass du lernst, Menschen auch abseits der Wirtshäuser zu führen. Jetzt verschwinde! Dem Vogt verpflichtet und ich kann jetzt nicht mehr. Du bist ab heute Herrn Capon verpflichtet, klar? Es ist Zeit, dass du lernst, wie man sich in der Gegenwart des Adels verhält. Gehen wir. Sag der Küche, ich bin hungrig. Es war eine lange Reise. Na super. Jetzt sehen wir diesen Capon, Kasper, auch nur direkt unterstellt. Aber wenigstens haben wir die Schenke dicht gemacht. So, jetzt scheint es auch mit dem Speichern doch zu funktionieren irgendwie. So. Wir gucken jetzt mal. Wir haben ja wieder... Faustkampf hat sich verbessert, ne? Faustkampf haben wir jetzt eine 3. Stufe 3, okay. Sehr nice. So, was haben wir denn jetzt? Da haben wir Jagdfieber. Trifft dich mit Herrn Hans bei Sonnenaufgang auf dem Vorplatz der oberen Burg. Vergeltung haben wir noch. Ich muss den Bastard finden. Okay. Liebeswerben. Therese aus Galitz, die Nichte von Peschek, der Müller, ist eine gute Freundin von mir. Ich kenne sie von Kindheitsbein, ja. Ich habe lange nicht mit Theresa gesprochen. Ich sollte sie besuchen gehen. Allerdings gibt es für sie in der Mühle immer viel zu tun. So, dann würde ich sagen... Liebeswerben. Na los, verpass mir eine. Ach ja, genau, das war ja die. So, ich würde sagen, das machen wir noch. Wir gucken, dass wir jetzt zu Theresa kommen. Hier. Außerdem ist da auch unser Bett. Und es ist schon gleich Mitternacht. Die Karte ist schön gemacht, finde ich. So. Der Müller ist noch wach. Ich hab doch... Bei dem kann man doch... Hallo? Hallo? Hier, Meister. Bei dem kann man doch Diebesgut verkaufen, hat er doch gesagt, ne? Viel Gesundheit. Ja, wo kann ich das verkaufen? Was weißt du über den Hauptmann? Das ist ja doof. Ich habe gedacht, bei ihm kann man was...
Bei ihm kann man was verkaufen. Er hat mir doch irgendwas gesagt. So, jetzt probiere ich aber mal eins, ob das jetzt speichert, wenn wir uns hinlegen. Das wäre nämlich gut zu wissen, weil nicht, dass ich jedes Mal hier neu reinstarte und dann muss ich hier quasi jedes Mal nochmal was machen, bevor ich wieder auf Aufnahme drücken kann. So, schlafen. Wir schlafen natürlich bis um, ja, 8 Stunden Schlaf, das ist eine gute Zeit. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, Sattheit. Oh, wir müssen da was essen, wenn wir hier aufstehen. Wobei die Sattheit gar nicht so schnell runtergeht. Also das hält sich noch in Grenzen. So, dann haben wir auch geschlafen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es dann gespeichert ist. Ich hoffe es wirklich, weil das wäre echt ärgerlich. Man, mit diesen Speichern mit Schnaps kann ich mich ja dran gewöhnen. Aber wenn das halt nicht speichert, wenn man schläft, da kam jetzt nichts, ne? Von wegen gespeichert. Ärgerlich. Essen wir erstmal was. Wie sieht es jetzt aus mit der Sattheit? 71. Ja, komm. Ach, jetzt kann ich gar nichts mehr essen. Gut. Aber jetzt sollte Theresa wach sein. Dann können wir das noch mitnehmen. Erstmal eine kurze Katzenwäsche. Und dann Theresa mal suchen. Wo ist sie denn? Die süße Maus. Die saß immer hier rum. Schläft die noch? Schläfst du noch? Da, guck an, sie schläft noch. Dann werden wir sie jetzt mal wecken. Oh, nein, mein Gott. Wir schlafen. Steh auf. Steh auf. Nein, lass mich schlafen. Och, mein Gott. Der ist aber wirklich gar nichts los. Dann müssen wir warten, bis er aufwacht. Können wir aber hier noch ein bisschen gerade fix unseren Kram organisieren. So. Waffen. Das können wir verschieben. Das können wir mal verschieben. Das können wir verschieben. Wettkampfpfeil können wir auch verschieben. Wir legen den Jagdbogen auch mal hier rein, solange wir uns noch nicht wirklich... So, Rüstung. Das haben wir alles an. Das können wir da rein verschieben. Das können wir da rein verschieben. $30 haben wir. Oh, süßer Pfannkuchen. Tja, ich dachte, Madame steht auch demnächst mal auf, aber anscheinend nicht. Da haben wir den Gerber, da ist das Badehaus. Ich habe immer nicht so ganz verstanden, was dieses mit dem interessanten Ort sein soll. Interessanter Ort, ja. Ist schon interessant, aber was kann ich da machen? Kann ich hier eigentlich durchs Wasser gehen? Wenn ich weiter hineingehe, ertrinke ich vielleicht. Ah, okay. Schlecht. Dann soll ich das besser nicht tun. Ja, warum komme ich jetzt hier nicht mehr hoch? Nein! Nicht festbacken. Ah, jetzt. Ja, Dietriche, da fehlt's mal wieder. So, hier ist dieser interessante Ort, das wissen wir ja, dass wir hier, aber wir können ja hier nichts machen, ne? Und was passiert, wenn wir uns hier hinsetzen?
Kann ich ein Buch lesen? Was macht unsere Sattheit? 69, ja komm, dann können wir da nochmal was schnabulieren. So, Sattheit jetzt. 94, perfekt. Und da ist wieder eine Forelle drin. Nehmen wir mit. So, mehr können wir da aber nicht machen. Ich würde jetzt noch gerne mit Theresa sprechen. Bevor wir jetzt hier eine längere Quest wieder annehmen, weil ich ja auch nochmal nach Scarlett will. Der steht jetzt wieder da vorne. Warum kann ich bei ihm nichts verkaufen? Ich dachte eigentlich, bei Müller lässt sich doch was verkaufen. An Diebesgut. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Okay, da kann ich nur... Ja, ich kann hier aber nichts verkaufen. Das ist echt schade. Ich brauche irgendeinen Typ, der Hehlerware vertickt. So schläft die immer noch. Wie lang pennt die denn? Pass auf, dann machen wir Folgendes. Dann, wir können doch hier auch warten. Wir warten mal eine Stunde. Vielleicht ist sie dann wach. Dann können wir noch mit ihr reden. Wie lange pennt die denn? Nee, schläft immer noch. Okay, liebe Leute, dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Da sehen wir uns dann wieder hier an dieser Stelle und gucken mal, dass wir mit Theresa ein bisschen schnacken können und gucken uns dann auch mal an, ja, welche Quest wir als nächstes machen. Wir haben ja noch Jagdfieber, Vergeltung haben wir auch noch, Liebeswerben, das versuchen wir jetzt gerade, Mächtiger als das Schwert, der Schatz, das würde ich dann gerne mal machen. Der ehrbare Dieb haben wir ja auch noch offen, dass wir die Landschaft auch ein bisschen erkunden. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, wieder einen Daumen nach oben, ein Abo dalassen, sofern ihr es noch nicht getan habt. Bleibt aber alles wie immer euch überlassen und wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.